Herzlich willkommen zum ersten Experten-Talk hier im Rahmen des Marktupdates auf dem YouTube-Kanal von comdirect. Ich bin Andreas Lipko und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr seht schon, ich bin nicht allein hier, sondern ich habe Markus Niebo mitgebracht. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Andreas, vielen Dank für die Einladung. Man Hallo. Kennt dich ja natürlich, du hast ja schon ganz, ganz viele Webinare, auch früher YouTube-Formate gemacht. Stell dich nochmal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht kennen oder kennenlernen wollen? Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Markus Niebo. Ich bin seit über 25 Jahren bei comdirect, bin Teamleiter und ja, bin mit meinen Kolleginnen und Kollegen für eure Fragen, unter anderem für das Thema Hebel Select, also Funktionsweise und selbstverständlich auch die Plattform für euch täglich zu erreichen und würde mich freuen, wenn ihr bei Fragen dann direkt mal hier bei uns in QuickBond anruft. Genau, oder eben das Format hier geschaut, was wir in Zukunft natürlich auch in der Form vielleicht auch weiterführen werden, beziehungsweise natürlich auch Erklärvideos zu einzelnen Produkten, Möglichkeiten und so weiter machen werden. Aber wir sind auch nicht ganz allein, sondern wir haben nochmal Verstärkung mitgebracht, also keine Kosten und Mühen gescheut und präsentieren euch wirklich heute ein Feuerwerk an Expertise. Und zwar zum einen ist es dann Bastian Galuschka von der Stock 3 AG und Stefano Angioni von der Societe Generale. Hallo ihr beiden, vielleicht auch nochmal zwei, drei Worte zu euch. Ihr seid natürlich auch bekannt wie die bunten Börsenhunde, aber es ist ja immer mal ganz schön, auch nochmal zu hören, mit wem wir es denn heute hier in diesem Format zu tun haben. Vielleicht Bastian, du zuerst? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin von Stock 3 oder Stock 3, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Wir sind ja auch aus Bayern, hier aus München. Ja, eine Finanzanalyse-Seite kann man sagen, Finanzseite. Wir bieten Analysen, Recherche, Tools und mit dem Terminal auch natürlich bei uns die Möglichkeit, über diverse Broker zu handeln. Natürlich auch über die comdirect. Also schaut euch gerne auch mal unser Angebot an, stock3.com und stock3terminal. Ja, Stefano, und mit wem haben wir es bei dir zu tun? Ja, Grüße in die Runde, Stefano Angioni von der Societe Generale. Nicht immer ganz einfach auszusprechen, geht auch einfach SG oder SocGen auch ganz gerne abgekürzt. Ich bin hier in der Markets-Abteilung, bin live dabei aus Frankfurt. Vielen Dank für die Einladung, direkt aus dem Trading Floor. Und bin seit über 20 Jahren, seit 2001 in der Bankenbranche aktiv, immer live dabei in der Derivatewelt zugegen und hoffe, dass ich mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe über die letzten ein paar 20 Jahre, doch einiges dazu beitragen konnte, dass wir das heute vorstellen, was wir zusammen entwickelt haben. Ja, es hört sich vielversprechend an und ich denke auch, dass wir ein ganz tolles Format hinbekommen werden. Hier geht es natürlich um die Produktwelt rund um Hebel Select. Das heißt, der liebe Markus wird gleich mal so ein bisschen das Ruder auch in die Hand nehmen und vielleicht mal so ein ganz kurzes Intro machen, womit haben wir es zu tun. Dann wird Stefano natürlich netten und dankenswerterweise nochmal so ein bisschen vielleicht auch erzählen, wo kommt das Ganze her, was steckt da so hinter. Also ein bisschen so ein Blick in vielleicht den Maschinenraum auch entsprechend ermöglichen und natürlich nachher so zum Ende in der Sendung beziehungsweise zur Mitte, je nachdem, wie viele Fragen natürlich auch entsprechend von euch in diesem Format gestellt werden, weil das ist nämlich das Besondere. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Tatsächlich könnt ihr während der Sendung Fragen zu dem Thema, zu Derivaten, zu natürlich auch dem ganzen Prozedere stellen. Wir nehmen die gerne mit rein und werden die hier dann live vor Ort beantworten. Ihr habt im Vorfeld schon Fragen reingeschickt und uns zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Da werden wir natürlich auch drauf eingehen. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz buntes Programm heute. Und last but not least wird dann natürlich nachher Bastian Galuschka dann auch nur sehen, wie man das Ganze auch anwenden kann. So ein bisschen aus der charttechnischen Seite mal einen Blick auf die Märkte werfen, was ja heute extremst interessant ist, weil wir ja wirklich doch extra für euch hier ein Kursfeuerwerk haben abbrennen lassen an den Märkten und demzufolge werden wir natürlich mal gucken, wie sich das Ganze entsprechend über die Oberfläche darstellen lässt. Aber jetzt würde ich mal vorschlagen, Markus, vielleicht du die weiterführenden Worte. Ja, vielen Dank. Wie sind wir auf Hebel Select gekommen, beziehungsweise was hat den Anstoß gegeben? Wir wollten eigentlich mal wieder was Neues machen oder eine tolle Plattform an den Start bringen, beziehungsweise auch ein neues Trading-Erlebnis schaffen. Und da haben wir uns vertrauensvoll dann mit Stefano und seinen Kollegen ausgetauscht. Und Stefano, vielleicht magst du da nochmal ganz kurz auch nochmal drauf eingehen, welchen Werdegang das dann und welchen Hintergrund das dann hatte, dass wir mit euch, mit eurer Hilfe im Prinzip dann das neue Produkt auch an den Chart bringen konnten.
Ja, im Grunde genommen die Thematik, die dann wir zusammen entwickelt haben, wir waren so der Part, der die Marktexpertise mit reinbringt, die Produktexpertise mit reinbringt. Zum Hintergrund von der Société Générale, wir sind ja in verschiedenen Märkten und Produktlinien aktiv. Wir sind zum einen Emittent von Zertifikaten und Optionsscheinen, das schon seit über 30 Jahren. Wir sind Market Maker von ETFs und Aktien. Also wenn jetzt ein Kunde bei der Comdirect ein Depot hat und Aktie handeln will, dann kann er das über den Marktplatz SG auch tun. Und wir sind eben auch Market Maker für das Produkt, das CFD-Produkt von der Comdirect, wo wir eben auch zusammen seit über 10 Jahren Erfahrung haben. Und ja, zusammen haben wir uns dann quasi wir von der Expertise der Produktwelt aus diesem breiten Fundus an Erfahrung haben wir daraus geschöpft und zusammen mit euch, mit der Comdirect, eben diese Hebeselect-Trading-Plattform, mit der wir schon den Namen schon mal entwickelt. Und dabei, ja, was haben wir dabei gemacht? Welche Gedanken haben wir uns da gemacht bei der Entwicklung der Plattform? Wir haben uns vor allen Dingen mal die Vorteile uns angesehen als Market Maker aus dem Bereich CFD, eben die Vorteile aus einer CFD-Plattform angesehen und diese gepaart mit also eine Art neue Art von Turbos, nämlich dem Hebel Select Turbos. Also ich verrate schon, was auf der Hebel Select Plattform angeboten wird, nämlich Turbos aus dem Segment der Zertifikate Optionsscheine. Das ist zwar eine neue Art von Turbos, die wir hier weiterentwickelt haben, um eben dieses CFD-typische, sehr linear verhaltene Auszahlungsprofil zu kopieren. Aber es sind doch rein von der rechtlichen Betrachtung her Finanzprodukte aus dem Bereich aus dem Segment der Zertifikate und Optionsscheine, also mit Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt und all den rechtlichen Rahmen, den uns hier die Finanzaufsicht BaFin und uns vorgibt. Und vielleicht, wenn man schon mal reinguckt, ne, was haben wir umgesetzt an Features, an Weiterentwicklungen, an Möglichkeiten für die Trading-interessierten Retail-Investoren zusammen aus dieser Kombination aus dem Besten der zwei Welten. Also zum einen aus der CFD-Plattform heraus mit vielen Vorteilen, aber zum anderen auch aus dem Segment der Zertifikate und Optionsscheine haben wir gebündelt und daraus sehr viele interessante Features entwickelt. Also zum einen gibt es hier zu nennen den Basiswertbezug. Also wirklich eine sehr starke Fokussierung auf den Basiswertkurs. Was das genau bedeutet, sehen wir natürlich dann nachher im Experten-Talk im Verlauf. Markttiefe, also ein Orderbuch-Trading, was eine Schnelligkeit des Tradings ermöglicht. Trading aus dem Chart heraus, das wird den Bastian freuen. Eine schnelle Produktauswahl, die wir ermöglicht haben. Also im Hebel Select bieten wir eine schnelle, agile Form, gehebelte Finanzprodukte auszuwählen mit verschiedenen Hebeln. K.O. und garantierter Stop ist ein Begriff, der nachher uns auf dem Weg begegnen wird. Anders eben als Margin, die man platziert im CFD-Bereich. Welche Vorteile das bietet, sehen wir nachher. Und ja, letztendlich, wir haben eine hohe Nachvollziehbarkeit der Performance der einzelnen Depotpositionen, wenn man diese eingeht, ermöglicht. Denn es gibt eben keinen, wie man das klassischerweise bei Zertifikaten und Optionsscheinen zu so vielen kennt, es gibt keinen Volatilitätseinfluss auf den Wert der Depotposition. Es gibt keinen Einfluss von sich veränderten Gap-Risiken. Jetzt gehe ich schon ins Detail rein. Ne? Auf all dies haben wir zusammen bei der Konzeption von Hebel Select verzichtet, um eben eine hohe Nachvollziehbarkeit der Wertentwicklung zu erreichen. Also ein Blumenstrauß an Features, die wir hier mit der Kombination aus diesen zwei Welten ermöglicht haben. Wichtig zu erwähnen, ganz ohne Risiken geht es natürlich nicht. Das ist nie der Fall beim Traden mit gehebelten Finanzprodukten. Dazu werden wir aber und müssen auch im Verlauf des Experten-Talks kommen. Also, so viel vielleicht mal zum Hintergrund und zum Intro. Welchen Zugang wir jetzt zur Plattform bieten, über welchen Weg, ne? über das Webfrontend der Comdirect. Markus, da kommst du jetzt sicherlich dazu, würde mich mal interessieren, oder uns alle, denke ich, welchen Zugang man über das Webfrontend
der ComDirect hier ermöglicht, um auf die Hebel Select Plattform zuzugreifen und ein Live-Konto zu eröffnen. Wobei ich möchte schon mal erwähnen, wichtig, und das empfehlen wir immer, bevor man ein Live-Konto eröffnet, nutzt vorab die Demo-Plattform, die bieten wir auch an zusammen mit der ComDirect, um hier eben spielerisch die Plattform erstmal kennenzulernen. Ja, lieber Stefano, viele interessante Informationen schon gegeben. Da sind mir auch schon persönlich ein paar Fragen eingefallen, die ich daher gerne nochmal stellen würde. Ansonsten natürlich, wie in jeder guten Kochsendung, hat Markus hier schon mal was vorbereitet und wird entsprechend mal den Einblick gewähren. Mhm. Ich überlasse dir mal das Wort und würde vorschlagen, du legst da mal los. Ne? Ja, gerne. Also wenn jetzt alles, ja, die Technik sieht gut aus. Also ihr solltet jetzt auf jeden Fall schon mal den Hebel Select Trader sehen. Im Dark-Modus, also im Dunkelmodus. Der Hintergrund ist halt dunkelgrau gehalten. Ihr habt selbstverständlich noch die Möglichkeit, das auf einen hellen Modus umzustellen. Also die Plattform selber ist natürlich sehr, sehr individuell konfigurierbar. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen. Ihr seht jetzt hier oben, ich sag mal, in der oberen rechten Hälfte rot unterlegt den Schriftzug Demo. Das ist jetzt die Demo-Handelsplattform. Wir werden hier nicht mit tatsächlichem Echtgeld traden, sondern bewegen uns tatsächlich in der Demo-Welt. Und das ist genau der Punkt, auf den Stefano schon eingegangen ist. Wir bieten natürlich jedem Kunden die Möglichkeit, sich einen Hebel Select Demo-Account anzulegen, aus dem persönlichen Bereich heraus. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr müsst nicht zwangsläufig direkt ein Live-Konto eröffnen. Das ist gerade zum Testen, sage ich mal, der Handelsplattform, wenn man mit dieser Plattform noch nicht so vertraut sein sollte, gerade zum Testen der Funktionsweise, der Turbos, ja, wie läuft das überhaupt, worauf gilt es zu achten, wie kann ich unterschiedliche Order-Funktionalitäten nutzen, dafür ist das Demo-Konto natürlich Gold wert. Ne? Und vor allen Dingen, man kann auch diverse Setups mal ausprobieren und kann in der Regel da nichts kaputt machen und sein Echtgeld riskieren. Jedes Demo-Konto ist kapitalisiert mit 100.000 Euro. Wenn ihr jetzt persönlich sagt, das ist gar nicht so mein Trading-Kapital, ne? Dann könnte man theoretisch gesehen und praktisch gesehen auch hier raufgehen und könnte Geld wegüberweisen. So, ne? Wenn ihr sagt, ich trade gerne mit 10.000 oder 5.000 oder 1.000 Euro, dann könnt ihr diesen Betrag natürlich auch minimieren, indem ihr eine Überweisung aufgebt. Die wird natürlich nicht auf eurem Echtkonto landen, aber das ist, glaube ich, selbstredend. Genau. Wie gesagt, das Schöne an dem Hebel Select Trader ist, dass ihr ihn parallel in eurer Kontoverbindung als Demo-Version nutzen könnt und ihr könnt die Demo-Version auch noch nutzen, wenn ihr ein Live-Konto habt. Ja, das ist auch nochmal interessant zu wissen. Das möchte ich euch jetzt ganz kurz mal zeigen, wie ihr dann überhaupt in die Richtung kommt, beziehungsweise wie ihr überhaupt dahin kommt, dass entweder das Demo-Konto und auch das Live-Konto zu eröffnen. Das kann ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht direkt durchspielen, aber ich kann euch zeigen, wo ihr das findet im persönlichen Bereich. Mhm. So, ich gucke gerade mal. Also das heißt, zuerst kann man sich sozusagen über die Oberfläche bzw. die Möglichkeit des Demo-Kontos so ein bisschen mal vertraut machen mit dem ganzen Thema, genau. So wie Stefano auch gesagt hat, dass man natürlich immer erstmal üben sollte. Ne? Ja. Natürlich nicht in Medias Res gehen und sofort mit Echtgeld, sondern immer erstmal gucken. So ein Look and Feel ist auch wichtig für die wirklich diejenigen, die vielleicht schon sehr viel an den Märkten gemacht haben, dass man einfach mal gucken kann, wie funktioniert das, wie baut man sich eine Watchlist und so weiter auf. Das werden wir natürlich auch nochmal alles nachher dezidiert gleich einmal angucken. Genau. Aber es ist natürlich schon mal wichtig, halt so ein bisschen, wie gesagt, ja, die ganze Oberfläche mal kennenzulernen. Ne? Ja, vor allen Dingen auch egal, wie versiert ihr mit anderen Handelsoberflächen seid. Ne? Jede Plattform ist ein bisschen anders, verhält sich ein Ticken anders, wenn ich das mal so sagen darf. Und Plattform A muss nicht gleich Plattform Hebel Select Trader agieren. Ne? Und von daher, wie gesagt, mein Tipp, holt euch auf jeden Fall das Demokonto, das Hebel Select Demokonto und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Willst du es mal zeigen? Genau. Ich glaube, wenn ich jetzt hier meine Zugangsdaten eingebe, dann können wir das nochmal ausblenden. Ja, obwohl ich glaube, vielleicht gibt es ja welche, die dich dafür interessiert hätten. Stimmt aber auch, ja. Okay, aber ich zeige euch, dann machen wir es mal anders. Nein. Ich zeige euch mal ganz kurz die Produktseite. So, da können wir ja mal raufschauen. Also wenn ihr Interesse habt, euch darüber zu informieren, dann geht ihr bei ComDirect, www.comdirect, ganz einfach hier auf den Wertpapierhandel. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, auf Wertpapiere und Börsen zu gehen und habt selbstverständlich hier auf der rechten Seite den Punkt Hebel Select, ja, brandneu, gewohnt gut, der kostenlose Hebel Select Trader. Mhm. Mehr geht ja schon quasi nicht. Und über diese Produktseite, klar, könnt ihr euch schon mal vorab mit Informationen versorgen.
und ihr habt etwas weiter unten auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte ein Hebel Select Konto eröffnen. Da, wenn ihr darauf klickt, gelangt ihr entweder als Kunde auf die klassische Login-Seite, die kennen viele von euch. Die sieht dann so aus. Ja, da gibt man dann die Zugangsnummer und die Geheimzahl ein. Hier kommt dann in den persönlichen Bereich rein. Und so, mal eine Frage nochmal. Kann man, wenn man schon ein Hebel-Select-Konto hat, zusätzlich nochmal ein Demo-Konto machen? Ja. Das geht, ja? Das ist auch interessant, genau. Dass man sozusagen Strategien vielleicht irgendwie testen kann oder vollkommen so. Korrekt. Ah, okay, cool. Kein Problem. Also, wie gesagt, auch wenn ihr schon ein Live-Konto habt, könnt ihr jederzeit das Demo-Konto nochmal parallel aufmachen. Und ihr habt hier, wie gesagt, über diese Seite auch die Möglichkeit, als Neukunde, ja, in den Neukundenkontoeröffnungsprozess einzusteigen. Wenn man da ein bisschen weiter runter scrollt, dann ist das dort hinterlegt. Ja, und dann gebt ihr eure Daten ein. Ganz, ganz wichtig für euch zu wissen ist, dass wir im Gegensatz zu anderen Produkten, die man über diese Handelsplattform auch mit der Société handeln kann, ein Depot braucht. Mhm. Wir handeln hier ja Turbos, wenn ich das mal so sagen darf, also klassische Turbo-Zertifikate, Turbo-Optionsscheine mit einer ganz normalen WKN. Und wenn wir uns in diesen beiden Welten bewegen, also ihr tradet auf der einen Seite über die Handelsplattform, über den Hebel Select Trader, habt aber auf der anderen Seite noch Comdirect, dann werden diese Trades, also diese ausgeführten Orders, Käufe und Verkäufe, werden dann auch tatsächlich in euer klassisches Comdirect Depot überspielt. Ihr seht sie auch in der klassischen Comdirect Welt im Orderbuch. Ne? Mhm. Also, dann kannst du dich nochmal dann genau da einloggen, damit wir dann nochmal dann. Ja, genau. Willst du das jetzt, genau, mach mal den, kannst du schon mal vor. Ich gebe mal meine Zugangsdaten ein. Und dann ist sozusagen, also man geht auf die Seite rauf, man findet das oben in dem Reiter, dann loggt man sich ganz normal ein, so wie man das Ganze kennt. Mhm. Und wenn man das dann sozusagen gemacht hat, also auch mit Sicherheitsabfragen entsprechend und sozusagen dieses ganze Handling auch mit der App gemacht hat, dann kann man im Endeffekt sich in dem Konto schon mal zurechtfinden, indem man, ja, was findet man dann vor? Wahrscheinlich erstmal den Saldo oder eine leere Seite erstmal so, dass man vielleicht ein Schar oder was ist, wie ist die Eingangs Situation, wenn man eben eingeloggt ist? Ich kann man ja mal machen, genau. Du hast jetzt sozusagen dich eingeloggt, hast jetzt wird übertragen, genau. Das ist hier genau das Konto. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, auf Depot zu gehen, im oberen Bereich, und könnt jetzt hier auf der rechten Seite, in der rechten Spalte, auf Hebel Select Trading klicken. Und da ich bereits ein Hebel Select Demo-Konto und auch ein reales Hebel Select Konto habe, kann ich hierüber die beiden, das Demo-Konto und das Live-Konto starten. Wenn ihr noch keins von beiden habt, dann könnt ihr natürlich hier diesen Eröffnungsprozess durchlaufen, ne? Sowohl für das Demo als auch für das reale Konto. Genau, und das wäre der Weg, also einloggen, oben über Depot gehen und dann auf Hebel Select und dann meinetwegen gerne das Demokonto erstmal öffnen, sich damit schon mal ein bisschen beschäftigen und zurechtfinden. Ne? Ganz wichtig. Ja, gut, wenn ihr das soweit erledigt habt, dann habt ihr selbstverständlich die Möglichkeit, kurz danach, egal ob ihr das Demo oder das Live-Konto eröffnet habt, schon den Hebel Select Trader zu starten. Entweder in der Demo-Version oder auch ganz klassisch jetzt hier im Live-Betrieb. Mhm. Die Demo-Version lässt sich, wie gesagt, immer über den eben gezeigten Weg aufrufen. Mhm. Und das Live-Konto seht ihr unter eurer Konto, beziehungsweise unter euren Konten. Da ist dann gelb unterlegt Hebel Select Trader starten oder Hebel Select Trader. Ne? Und dann kann man darauf klicken und dann öffnet sich die Handelsplattform. Genau, dann werden wir ja nochmal auch von Bastian sozusagen im Live-Betrieb, wenn man so will, mal sehen, wie man da auch so den einen oder anderen Trade absetzen kann. Aber was für Funktionalitäten gibt's denn zum Beispiel? Nehmen wir mal an, also ich habe mir jetzt einen Chart eben aufgebaut. Mhm. Ich habe mir entsprechend natürlich auch die Watchlist angelegt. Mhm. Wie würde denn so ein klassischer Prozess einer Orderaufgabe funktionieren? Oder wie gehe ich jetzt weiter vor, wenn ich sozusagen im Markt erstmal von der reinen Handelbarkeit der Order oder dergleichen agieren will? Mhm. Also bevor wir uns den Orderprozess angucken, würde ich persönlich erstmal einen Blick auf die Handelsplattform werfen und einmal ganz kurz erklären, wir haben schon hier und da mal das Feedback bekommen, toll, ist super individuell einzustellen, aber den einen oder anderen, Neuling in Anführungsstrichen, was dieses Thema angeht, was die Plattform angeht, mag es doch vielleicht auch etwas mächtig erscheinen. Mhm. So, und um hier vielleicht nochmal ein bisschen Klarheit reinzubringen, würde ich ganz kurz mal die Struktur erklären wollen. Mhm. Also ihr seht jetzt hier den Trader, und dieser Trader besteht im Prinzip aus vier großen Kacheln. Ja, hier oben links eine, rechts daneben eine zweite, hier haben wir noch eine und da unten ist auch noch eine.
Diese Kacheln nennen wir Panels im Fachjargon. Ja, das wird euch jetzt auf der Plattform regelmäßig begleiten, dieser Name. Und in den Panels sind die unterschiedlichen Module angeordnet. Hier oben seht ihr jetzt das Startmodul mit dem DAX. Ne? Hier haben wir noch einen Euro-Dollar. Wie gesagt, sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, die ihr seht, sondern dient ausschließlich nur der Übungszwecken und so weiter. Genau. Und wie gesagt, so ist das, ist die Plattform strukturiert. Wir haben Panels und in den Panels sind oben die unterschiedlichen Module angeordnet. Mhm. Ganz, ganz wichtig für euch zu wissen ist, hier ist natürlich nichts in Stein gemeißelt. Ja, deswegen habe ich auch schon gesagt oder anfangs schon gesagt, es ist individuell konfigurierbar. Wenn ihr jetzt feststellt, okay, der DAX oben links im Panel gefällt mir nicht so, also das Chartmodul im DAX, dann könnt ihr natürlich per Drag and Drop den DAX zum Beispiel hier vorne in den Vordergrund ziehen. Lasst das Chartmodul einfach los. Ihr seht, es öffnet sich im Vordergrund der Plattform. Und wenn ihr sagt, so, ich möchte den DAX-Chart jetzt gerne oben rechts in das Panel haben, dann geht ihr hier in die Überschriftenzeile rein, wieder mit der linken Maustaste festhalten und zieht das Ganze meinetwegen hier oben rechts in das Panel. Ihr seht die beiden gelben Pfeile und das bedeutet so, da würde das Chartmodul jetzt andocken. Ich lasse los und ihr seht, es ist nichts kaputt gegangen. Im Gegenteil, das Handelsfrontend hat das gemacht, was ich wollte. Mein DAX-Chart, mein DAX-Modul oder Chartmodul ist oben rechts in dem Panel angedockt. Mhm. Ja, gut, also so viel zum Thema kurzer Überblick, was die Struktur angeht und die Funktion. Natürlich haben wir jetzt hier im Start-Layout sozusagen, ja, in der Anfangsübersicht, Charts für euch schon mal hinterlegt. Ja. Wir haben auch eine Watchlist hinterlegt, ja, die seht ihr jetzt hier zum Beispiel. Und wie man mit dieser Watchlist arbeitet, beziehungsweise wie man Werte hinzufügt, das zeige ich euch gleich nochmal. Aber dieses standardmäßig schon mal da. Ihr habt hier zukünftig oder zusätzlich auch noch einen Kalender hier oben rechts. Ne? Gerade wenn es so um das Thema News geht, ne? Also was steht an Wirtschaftsdaten an zum Beispiel, wann kommen Unternehmensmeldungen und so weiter, dann ist so ein Kalender ja schon mal, was die Tagesvorschau angeht oder vielleicht auch die Wochenvorschau angeht, schon mal Gold wert. Vielleicht gibt es da dann die eine oder andere Info, die ihr vorab schon mal im Auge habt und dann genau wisst, ja, wann kommt die denn überhaupt. Ne? Mhm. Gut, zusätzlich noch ein Nachrichtenmodul, das lädt jetzt hier gerade, ja, genau, das Nachrichtenmodul. Hier kommen selbstverständlich laufend Nachrichten eingespielt zu unterschiedlichen Ereignissen, Wirtschaftsdaten, EZB und was weiß ich, was Sitzung. Genau, dann haben wir zusätzlich hier noch Unternehmensmeldungen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Unternehmen suchen wollen würdet, dann könnt ihr auch in der Volltextsuche, könnt ihr hier natürlich auch einen Begriff eingeben und dann bekommt ihr tatsächlich nur die Informationen angezeigt hier im Modul selber, die auch für euch mit diesem Suchbegriff von Interesse sind. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Na, ganz spannend. Also im Endeffekt schon mal eine sehr gute Möglichkeit, um mal so einen Überblick über den Markt zu bekommen, mhm, dass man eben Einzelwerte beobachten kann, Nachrichten, die eben über die Werte im Endeffekt dann erhältlich sind, kann man eben ganz gut sehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein paar Aktionen gemacht hat, hat man auch so eine Art Möglichkeit abzurufen, wo sind die Transaktionen, wie sind die ausgeführt worden, also eine Historie und dergleichen. Wo findet man das, wenn man sich die Oberfläche jetzt dann nochmal anschaut? Ja, das findest du, also ich sage jetzt mal, im mittleren Block findest du die Depotposition, da ist jetzt noch nichts drin. Das wird sich nach dem ersten Trade gleich mit Leben füllen. Ja, bis jetzt haben wir noch nichts gekauft, was dort erscheinen könnte. Wir haben hier das Modul Wertpapierabrechnung, Umsätze, Kontohistorie und im unteren Panel sind jetzt, ich sag mal, ist jetzt das ganze, der ganze Bereich Orderbuch angedockt, ja. Also das gesamte Orderbuch, ein Sammelsorium, wenn ich das mal so sagen darf, aus allen Orders. Ihr habt Eröffnungsorders, abgerechnete Orders, Absicherungsorders, also Trade-Historie. Ja? Und das ist so der Bereich, wie gesagt, Orderbuch. Was für euch auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, ja, vielleicht sagt der eine oder andere, ich brauche gar keine Order-Historie. Ne? Wenn ihr jetzt hier dieses Modul aus der Ansicht entfernen möchtet, dann geht ihr einfach hier auf das kleine X, ja, am Ende des Modulnamens. Und, was ich vorhin schon gesagt habe, ihr braucht keine Angst zu haben, dass das Modul jetzt auf ewig verschwunden ist. Sondern, wenn ihr ein Modul vermisst, es vielleicht auch durch Zufall einfach mal geschlossen habt, dann geht ihr einfach hier in dem jeweiligen Panel, da wo die Module angedockt sind, da oben auf das Pluszeichen. Ja, und ihr seht jetzt hier diverse Icons. Und hinter diesen Icons stehen jetzt hier unterschiedliche Module.
Und das Modul Order Historia und Trade Historia, was ich gerade weggeklickt habe, das ist also nicht gänzlich weg, sondern es ist nur aus dem sichtbaren Bereich verschwunden. Und ich könnte es jetzt hier über diesen Weg wieder zurückholen. Das kann ich ja mal machen. So, und ihr seht, die Order Historia ist wieder da. Auch hier gilt, wie gesagt, man kann wenig kaputt machen. Bei Charts muss man schon vorsichtig sein, wenn man die da oben wegixt. Aber gerade was so diese abgespeicherten Module angeht, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wenn ihr jetzt hier mal schaut, ein Teil ist heller geschrieben, beziehungsweise die Order-Historie ist etwas dicker geschrieben. Das bedeutet, dass das Modul noch nicht für euch im sichtbaren Bereich ist. Wenn ihr es anklickt, dann taucht es wieder auf. Ne? Ihr könnt es wieder sehen. Ihr könnt aber ein Modul nicht zweimal öffnen. Das funktioniert nicht. So. Und jetzt ist die Trade-Historie wieder da. Wenn ich jetzt nochmal auf das X gehen würde und würde zum Beispiel mal auf die Orders gehen, dann seht ihr, ich kann hier nichts mehr anklicken, weil sich die Module bereits im Hebel-Select Trader befinden und für mich anzusteuern sind. Ja. Also bevor ich gleich nochmal natürlich auf Stefano zugehe und auch nochmal frage, was passiert denn da so im Hintergrund generell? Wie kann man sich das vorstellen, was eben von der Société Générale angehend dann nochmal gemacht wird, wenn zum Beispiel jemand ein Turbo ein Zertifikat dann holt? Natürlich nochmal die Frage, aus deiner Erfahrung heraus, du hast ja mit dem Tool jeden Tag zu tun, welches Layout oder welche Oberfläche ist dann wirklich für den Kunden, wenn man jetzt vielleicht noch gar nicht so die große Erfahrung hat im Umgang mit Trade-Oberflächen, welche ist denn wirklich die sinnvollste? Die du jetzt hier gerade gezeigt hast, oder gibt es tatsächlich auch eine andere, die wesentlich interessanter ist? Also für mich ist diese Oberfläche, so wie sie jetzt ist, ist sie sehr gut nutzbar. Ne? Aber wie gesagt, das liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn ich jetzt mit vielen Charts arbeite oder ich den Bereich Kontohistorie umsetze und so weiter nicht unbedingt brauche, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, hier noch diverse Sachen umzustellen. Ja, ich kann mir. Ja, wir sind, glaube ich, alle ausgeflogen. Weiter. Jetzt geht's. Ja, also es gibt diverse Möglichkeiten, das nochmal anders aufzubauen. Ihr seht jetzt hier, das kann ich vielleicht auch nochmal ganz kurz zeigen, den Burger-Button ja, in diesem unteren Panel. Wenn ich darauf gehe und den Schriftzug Panel ansteuere, ja, dann kann ich jetzt sagen, ich möchte das Panel zum Beispiel nochmal vertikal teilen. Das geht auch. Mhm. Ja, also sehr individuell. Hier habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, mir andere Daten reinzuziehen und anzuschauen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ne? Also es ist für jeden was dabei und ich glaube, probieren ist hier genau der richtige Weg. Was gefällt euch am besten? Womit könnt ihr am besten arbeiten? Ne? Das ist immer so mein Motto. Wir zeigen euch gerne, wie das funktioniert, wie ihr individuell noch Einstellungen vornehmen könnt. Und das ist auch der Weg, glaube ich, den man gehen sollte. Also ich würde gerne mal auch persönlich natürlich drei Dinge oder so ein paar Dinge mal in Erfahrung von dir bringen, wenn du schon mal hier bist. Wie würde ich dann immer mal an, ich habe jetzt sozusagen meine Oberfläche eingerichtet und sage, nee, DAX 14 interessiert mich nicht, sondern ich würde andere Werte, individuelle, eine Watchlist aufbauen. Wie kann ich das jetzt bei der Oberfläche machen? Also welche, wie wäre der Weg? Ja, zeige ich euch gerne. Und zwar könnt ihr natürlich hier in der bestehenden Watchlist Änderungen vornehmen. Ihr seht jetzt hier oben den DE40-Index, da hinten kann ich raufgehen und sagen, so, den will ich nicht traden, der interessiert mich schon mal gar nicht. Dann gehe ich hier hinten auf das X und sage, ich lösche diesen Basiswert hier einfach mal raus. Das wäre eine Möglichkeit, wie man die Watchlist, die bestehende Watchlist verändern könnte. Wenn ich jetzt alles rausnehme, ist sie leer, das macht ja auch keinen Sinn. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie fülle ich die denn mit Leben zum Beispiel? Suchen wir mal einen Basiswert, ne? Ja, genau. Wir gehen hier oben auf die Lupe, rechts neben der Instrumentensuche, gucken uns das mal an und jetzt sehen wir hier schon das Handelsuniversum oder den Instrumentenbaum, wenn man das mal so sagen darf. Und hier habt ihr die Möglichkeit, unter den unterschiedlichen Assetklassen schon mal zu filtern. Wir können ja einfach mal in Deutschland bleiben. Ich weiß nicht, ist ja in Ordnung. So, und wenn ich jetzt hier mal auf Aktien Deutschland klicke und jetzt hier mal auf den DAX 40 raufgehe. Kommen wir gleich mal die erste, brauchen wir gerne so lange suchen. Genau. Ja, genau. A wie Adidas, passt, ne? Genau. Hier könnte ich jetzt sagen, ich mache jetzt Folgendes. Und zwar könnte ich diesen Wert, den habe ich jetzt hier vorne markiert, ne, mit einem kleinen Haken, kann ich zu einer Watchlist hinzufügen. Und das kann ich jetzt hier mal machen. Ich klicke darauf, sag zack. Und jetzt sollte die Adidas, wenn alles geklappt hat, ja auch in der bestehenden Watchlist zu finden sein. Na, das wäre eine Möglichkeit, wie ihr jetzt hier eine bestehende Watchlist verändert. Ihr seht die Adidas hier unten. Wir können jetzt nochmal weitermachen im Alphabet mit der Allianz. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, das muss ich mal wieder wegmachen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, die Allianz hier einfach per
Drag and Drop anzufassen, rüberzuziehen und sie hier in der bestehenden Watchlist loszulassen. Mhm. Also es ist kein Hexenwerk, es ist relativ einfach. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Und wenn ich jetzt, wir können ja mal bei den DAX-Werten jetzt bleiben, wenn ich jetzt sozusagen einen Wert in die Watchlist reingenommen habe und ich möchte daraus einen Chart entwickeln, wie geht das? Gut. Dann schließe ich mal das Instrumentensuchfenster. Den Chart aufzurufen, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Der einfachste und schnellste Weg ist aus meiner Sicht, hier vorne auf dieses kleine Chart-Icon zu gehen vor dem Instrumentennamen. Und da seht ihr schon, der Chart öffnet sich. Das wäre eine Möglichkeit. So, ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein, die Technik ist sehr filigran. Ja. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, immer wenn etwas unterstrichen ist, dann könnt ihr da raufklicken. Da passiert im ersten Moment schon mal gar nichts. Ne? Habt da keine Scheu, schon gar nicht im Demokonto. Wenn wir jetzt den Allianz-Schriftzug mal ansteuern, dann seht ihr es unterstrichen. Da kann ich raufklicken und bekomme jetzt hier ein Factsheet angezeigt mit dem Chart oben links, ja, mit News, wenn es dann da gerade welche geben würde, mit den aktuellen Kursen. Offene Positionen haben wir jetzt nicht, Eröffnungsorders auch nicht. Und ganz, ganz wichtig, da kommen wir nachher aber auch nochmal zu, habt ihr hier nochmal die Details angezeigt, die kann man ein- und ausblenden. Da geht es um das Thema Handelszeiten und vor allen Dingen auch K.O.-Zeiten. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja, klar. Gerade wenn man diese Turbos handelt, da muss man natürlich auch schon darüber sich im Vorwege informieren. Genau. Aber auch hier könnte ich schon mal den Miniaturchart anklicken. Auch hier ist er unterstrichen so und jetzt seht ihr, öffnet sich im Vordergrund. Ja, und so komme ich im Prinzip schon mal an meine Charts. Cool. Ja, was ich natürlich jetzt, und vielleicht habt ihr es auch gesehen, ich könnte jetzt hier für jeden einzelnen Wert, sage ich mal, ein Chartmodul öffnen. Kann man machen, ja, muss man aber nicht unbedingt so machen, weil auf Dauer ist das natürlich ziemlich, wie soll ich sagen, aufwendig, wenn man permanent da vorne rumklickt, ja, und sich jeden einzelnen Chart öffnet. Das mag vielleicht jetzt noch bei 5, 6 unterschiedlichen Basiswerten funktionieren. Mhm. Aber wenn die Watchlist vielleicht mal 15 oder 20 Werte enthält, dann ist das vielleicht eher unpraktisch. Deswegen wäre mein Vorschlag noch und als kleiner Tipp für euch, den gebe ich euch auf jeden Fall mit, dass ihr die Funktion, die es in jedem Chartmodul gibt, hier oben rechts, da gibt es so ein kleines Chart-Icon, die Chartverwaltung nutzt. Und über diese Chartverwaltung habt ihr die Möglichkeit, einen Chart als Konfiguration abzuspeichern. Wenn ihr einen Chart als Konfiguration abgespeichert habt, dann steht euch dieser Chart jederzeit über, also in einem Chartmodul, mit 2 Klicks zur Verfügung. Ihr habt jetzt den DE40-Chart, den DAX-Chart offen, klickt da oben auf die Chartverwaltung und die habe ich schon mal vorab abgespeichert, also wundert euch nicht, als Konfiguration. Da klicke ich dann drauf, so zack, die Adidas. Dann habe ich mir den Eurostoxx 50 noch abgespeichert und kann so ganz bequem mit einem Klick hier meine als Konfiguration abgespeicherten Charts schon mal durchgehen. Macht die Sache, finde ich, auf jeden Fall deutlich schneller und deutlich übersichtlicher. Wenn euch die Charts zu klein sind, die ihr dort seht, könnt ihr selbstverständlich wieder das Chartmodul anfassen. Ne, per Drag and Drop zieht es in den Vordergrund, lasst es los und habt dann hier über die Möglichkeit, das Chartmodul zu vergrößern. Ne, und dann klickt man die Charts hier nach und nach durch, um sich einen vernünftigen Überblick zu verschaffen. Und vielleicht ein Hinweis noch, wenn ihr Konfigurationen abgespeichert habt, dann seht ihr alle Charts, die ihr abgespeichert habt, nochmal in der Chartgalerie als Miniaturansicht, möchte ich mal fast behaupten, und könnt diese Charts halt hier rüber auch nochmal ganz bequem aufmachen. Also so eine Art Historie, dass man eben sieht, was habe ich als letztes gerade gesehen. Genau. Jetzt haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, genau wie das Handling ist im Front Office oder beziehungsweise im Frontend-Bereich. Stefano, ich habe mal nochmal eine Frage an dich, an die Société Générale. Es wird ja immer wieder ganz viele Missverständnisse sind im Markt, auch wie Hebelzertifikate eigentlich funktionieren, was da so passiert. Ich würde das gerne mal als Beispiel nehmen. Nehmen wir mal an, jetzt ein Kunde setzt tatsächlich einen Trade ab, in welcher Form auch immer. Was passiert denn dann bei euch? Was passiert bei den Emittenten, wenn jetzt über Hebel Select eine Kauforder zum Beispiel oder Verkaufsorder platziert wird? Was macht ihr in diesem Augenblick dann? Ja, das Schöne ist bei den Hebel Select Turbos, das ist ja eher mal hat viel Entwicklungsarbeit gekostet, aber die Entwicklungsarbeit, die wir reingesteckt haben, war gerade dahingehend, dass wir das Produkt sehr einfach machen. Und dadurch sind die Risiken, die dann entstehen bei einem Market Maker, wie der Société Générale, begrenzt. Also
bei vielen gehebelten Finanzprodukten gibt es unzählige Risiken, inklusive Volatilität, Gap-Risiken etc., die abgesichert werden müssen etc. Glücklicherweise bei diesen Heber-Select-Zertifikaten ist vor allem ein Risiko, das Risiko des Basiswertes. Also wenn ein Investor eine gehebelte Adidas-Position eingeht, passiert auf unserer Seite nichts anderes, dass wir das Risiko haben, dass wir die Adidas auch kaufen müssen. Also jedes Mal, wenn jemand ein Adidas-Heber-Select-Produkt oder Position eingeht, müssen wir auf unserer Seite eine Adidas kaufen. Das ist schön, weil wir sind alle im gleichen Boot. Also der Retail-Investor, der eine Adidas Long handelt, sitzt im gleichen Boot wie die General, weil sie muss auch eine Adidas Long, eine Adidas Aktie in dem Fall, Long handeln. Warum ist das der Fall? Ein Investor, der eine Adidas Long handelt und die Adidas steigt um 1 Euro, der kommt dann irgendwann zu uns zurück und sagt, die Adidas ist um 1 Euro gestiegen. Ich hätte ganz gern 1 Euro von dem Emittenten über einen erhöhten Rückkaufpreis. Und diesen Euro müssen wir ja irgendwo verdienen. Den können wir nicht aus dem Eigenkapital von der Bank nehmen. Nein, den haben wir dadurch verdient, indem wir in der Sekunde, wo der Retail-Investor long gegangen ist, selbst die Aktie long gegangen sind. Dann sagen wir nur, die Aktie Adidas-Aktie ist um 1 Euro gestiegen. Wir haben in unserem Sicherungstransaktion selbst 1 Euro verdient und können dann dadurch wunderbar diesen Euro in Höhe eines erhöhten Rückkaufspreises von den Kunden dann auszahlen. So ist die Systematik, das heißt, nach über 20 Jahren Derivate-Industrie kenne ich diese Vorurteile, dass man gegen den Emittenten handelt etc. Das ist glücklicherweise nicht so. Wir sitzen im gleichen Boot. Wir haben ein sehr großes Interesse daran, dass die Kunden von der Comdirect erfolgreich sind mit den Trading. Dafür machen wir diese Produkte sehr einfach, sehr nachvollziehbar, sehr transparent, um einen Retail-Investor in die Lage zu versetzen, erfolgreich traden zu können. Das ist unser Interesse und sicherlich nicht gegen einen Kunden zu spekulieren. Das ist nochmal ganz wichtig, ist tatsächlich so, genau, das kann ich also auch unterschreiben, weil ich auch mit vielen anderen Emittenten zu tun habe. Genau, Stefano hat es gesagt, er ist seit 20 Jahren da. Es ist nicht so, dass man gegen den Emittenten antritt. Das kann man auch ganz einfach erklären. Stellt euch vor, alle Emittenten würden sozusagen dieses Open Risk tatsächlich fahren. Das wären ja gigantisch große Summen und das geht auch schon mal gar nicht, weil das einfach nachher zu große Clusterrisiken geben würden, die sich nicht unbedingt auch gegeneinander aufheben, sondern einfach wirklich viel zu groß sind. Und demzufolge ist das nochmal ganz wichtig. Natürlich wird an der einen oder anderen Stelle da auch Geld verdient. Das wird aber auch transparent dahingehend dargestellt, dass es eben in den Produktbeschreibungen drinsteht, wo eben bei diesen Produktentwürfen, bei dem Produktmanagement entsprechend die Kosten da sind, aber halt nicht so, wie es der Vorredner gerade gesagt hat, dass man hier gegen den Emittenten tradet. Finde ich auch mal ganz wichtig, wirklich an dieser Stelle, weil das wirklich ein Vorurteil ist, was in dieser Form so tatsächlich nicht vorhanden ist. Aber na gut. Gehen wir mal weiter. Also der Trade ist abgesetzt. Ihr habt entsprechend dann natürlich euch auch gehedged sozusagen, habt den Trade weitergegeben in den Markt und jetzt ist die Position entsprechend aufgebaut. Das Ganze dreht sich dann natürlich auch rum. Also sprich der Kunde, wenn der jetzt wieder verkauft, dann löst ihr den Trade tatsächlich genauso auf und seid dann sozusagen wieder in der abwartenden Haltung. Wir nehmen jetzt mal nur einen Kunden. Natürlich habt ihr ja 1000, die das entsprechend machen. Und aber wie stellt ihr denn zum Beispiel den entsprechenden, also den Hebel zur Verfügung oder wie wird denn der Hebel erzeugt bei dem Produkt? Ja, ich glaube, dass die Erklärung daraus kann man wunderbar besser verstehen, wenn wir uns das Order-Ticket ansehen würden. Ist die Herleitung des Ganzen deutlich besser. Und ich sehe das jetzt gerade ein bisschen verzögert auf YouTube hier auf meinem Schirm, ein paar Sekunden. Ja. Weiß ich, ob dir Markus schon das Order-Ticket zeigst. Ja. Ich habe es jetzt gerade geöffnet. Mhm. Ne? Also ganz, ganz wichtig, wie öffne ich ein Order-Ticket? Das nur mal ganz kurz nochmal zur Erklärung. Überall, wo Kurse blinken, kann man raufklicken. Ja, also auch da passiert erstmal nichts. Ich sage das ein bisschen salopp. Ne? Ihr öffnet erstmal das Order-Ticket, indem ihr entweder auf den Bid oder auf den Ask-Kurs klickt. Ja, und in dem Moment, wo ihr entweder auf den Bid oder auf die Short-Seite klickt, öffnet sich das Order-Ticket und lädt im Hintergrund alle Short-Scheine. Klickt ihr auf den Ask-Kurs, also auf die Long-Seite, auf den rechten Kurs, öffnet sich das Order-Ticket und lädt alle Long-Scheine, also die auf steigende Kurse, mit denen man auf steigende Kurse spekulieren kann. Wenn ihr euch mal verklickt habt, ist gar kein Problem, auch
Bei einem geöffneten Order-Ticket könnt ihr jederzeit die Richtung wechseln, indem ihr einfach auf den anderen Kurs klickt. Es passiert nichts. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ihr habt im Order-Ticket unterschiedliche Order-Funktionen, die ihr aus dem klassischen Trading, glaube ich, auch schon sehr, sehr gut kennt. Das ist die klassische Market Order, das ist die Limit Order Funktion und das ist eine Stop Order, mit der man sich entweder in steigende Kurse reinstocken kann, in diese Kursbewegung nach oben auf der Long-Seite oder in fallende Kursbewegung auf der Short-Seite, dass man da noch diesen Abwärtsrutsch quasi mitnimmt und unter dem aktuellen Kurs dann nochmal reingehen möchte, weil man davon ausgeht, dass es weiter runtergeht. Genau. So, wenn wir uns das Order-Ticket jetzt mal genau angucken, ja, dann haben wir jetzt, klar, Long und Short, beziehungsweise Short und Long-Seite. Wir haben uns jetzt einfach mal für die Long-Seite entschieden. Es ist keine Kaufempfehlung, es kann auch sein, dass die Allianz fällt, das spielt auch gar keine Rolle, sondern rein zu Demonstrationszwecken. Und unter den beiden Kursen seht ihr jetzt hier Hebel und K.O.-Level. So, und das ist genau der Punkt, warum dieses Produkt Hebel Select heißt. Ihr selber könnt jetzt hier draufklicken und könnt euch Turbo, Hebel Select Turbos raussuchen, die einen unterschiedlichen Hebel haben. Stefano, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen. Wie setzen sich diese unterschiedlichen Hebel zusammen, beziehungsweise wer stellt die ein? Ja, also die Hebelauswahl, oder sagen wir die Kombination aus einem Hebel und aus einem Knockout-Level, das ist im Grunde genommen für jede Kombination, die wir hier ausgewählt haben oder eingerichtet haben, gibt es ein, wir sagen, imitiertes Produkt, ein aufgesetztes Produkt. Das lebt wirklich, das wurde im Vorhinein von uns über unsere Dokumentationsstrecke mit einem Basisprospekt, Verkaufsprospekt versehen, von der BaFin dann auch tatsächlich genehmigt. Dafür brauchen wir einen Tag Zeit. Also wir imitieren Produkte, die wir heute imitieren, sind dann am nächsten Tag handelbar, oder Positionen, die wir heute imitieren, sind dann am nächsten Tag handelbar und dann sofort dann in der Plattform dann auch sichtbar und auswählbar von einem Nutzer. Also hinter jeder Kombination steckt ein aufgelegtes, gehebeltes Finanzprodukt mit einer WKN, ISIN, rechtlichen Prospekten etc. Ja, das ist spannend. Also genau, im Endeffekt bewegt man sich hier komplett in der Welt der verbrieften Derivate und hat natürlich die Möglichkeit, dann eben so ein bisschen die Funktionalitäten der Individualität nochmal mit reinlaufen zu lassen. Das heißt, eine schnellere Übersichtlichkeit sieht sofort, ich möchte einen anderen Hebel haben, kann das entsprechend anpassen und dahingehend ist man halt doch ein bisschen flexibler halt in dieser Produktwelt entsprechend unterwegs. Ne? Genau, ja, also vielleicht kennt ihr das aus dem Zertifikate-Selektor oder Optionsscheinselektor. Manchmal ist es ja schon ein bisschen mühsam, sich da alles rauszusuchen. Und hier geht das eigentlich relativ zügig per Basiswert-Klick und ein zweiter Klick. Und dann hat man schon die unterschiedlichen K.O.-Level beziehungsweise die unterschiedlichen Hebel zur Auswahl. Ne? Also es macht das Ganze deutlich einfacher aus meiner Sicht und deutlich schneller auch, wenn man da Wert drauf legt. Ne? Mhm. Ja genau, jetzt haben wir so ein bisschen schon mal über das Frontend gesprochen. Mhm. Stefan hat auch schon mal so ein bisschen was zu den Abläufen erzählt. Ich würde vorschlagen, jetzt können wir ja mal The Chartmaster himself, Bastian, mal bitten, dass er mal so ein bisschen zum einen natürlich auch mal zeigt, wie er das Ganze anwendet und vor allen Dingen auch vielleicht mal ein paar Beispiele, die du mit Sicherheit auch mitgebracht hast, mal präsentierst. Ihr könnt auch weiterhin, es laufen hier ganz viele Fragen rein. Wir werden nämlich zum Ende der Sendung noch mal ein paar Fragen auch mit rannehmen, die hier gerade auch im Chat gestellt werden, dass wir jetzt einfach mal auch so ein bisschen natürlich Bastian die Möglichkeit geben, zu zeigen, was er so drauf hat. Bastian, the stage is yours. Boah, jetzt hast du aber die Messlatte sehr hoch. Immer, bei dir kann man das. Also, ich will mal zwischenzeitlich noch mal eine Frage stellen. Du kannst ja mal vorbereiten. Genau, ich habe hier eine Frage reinbekommen. Take Profit und Stop Loss bei Order-Absetzungen in einem Schritt mit übergeben. Kann man das machen? Aktuell nicht, nein. Das ist im Nachgang möglich. Das hätte ich euch jetzt gleich noch mal gezeigt. Hm. Ich weiß nicht, wie lange Bastian noch braucht. Sonst können wir vielleicht ganz kurz mal einen Trade absetzen und das mal zeigen. Das Problem ist nur, dass er mir jetzt die Bildschirme nicht genau anzeigt, die ich übertrage. Also scheinbar ist hier alles sehr langsam jetzt durch die Übertragung. Ja. Also wir haben sozusagen, das Produkt insgesamt ist noch der Entwicklung. Stefano, habt ihr da vielleicht schon so ein paar Dinge oder kannst du schon mal so ein bisschen was aus der Zauberkiste oder aus der Trickkiste erzählen, was ihr noch so vorhabt oder beziehungsweise wie so ein bisschen auch die Möglichkeit ist, das Ganze noch weiter
Ah nee, ich sehe das. Okay, so können wir gleich, gehen wir gleich nochmal drauf ein, genau. Nehmen wir jetzt erstmal Bastian, weil er hat den Chart schon da. Sorry, Stefano, ich nehme mich gerne ja nochmal ran. Trick 17, hab kurz die Kamera ausgemacht. Perfekt. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alles sehen und es ist auch in einer annehmbaren Geschwindigkeit. Genau, also wie kann man vorgehen? Ich habe jetzt selbst, muss ich sagen, die letzten Tage hier massiv auch getestet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Würde auch sagen, wirklich, Stefano, das auch unterstreichen, macht euch ein Demokonto auf, um euch damit mal wirklich vertraut zu machen. Und dann, wenn die Abläufe mal drin sind, was etwas dauert, denke ich, dann kann man auch ins Echtgelddepot gehen. Der Klassiker ist ja der DAX. Ich habe jetzt auch einige Charts vorbereitet. Ich habe mir gedacht, wir starten trotzdem mal mit einem Rotchart vielleicht, damit man mal sieht, was es alles für Optionen auch gibt. Man kann hier rechts auf Maximieren gehen. Das mache ich jetzt hier mal. Dann haben wir das schön auf Vollbild. Und ja, der DAX natürlich heute mit neuem Allzeithoch. Da kann man auch mal schön zeigen, wie man vielleicht, wenn es keine klassischen Widerstände mehr gibt, sich versuchen kann zu orientieren. Wer meine Analysen vielleicht ein bisschen verfolgt hat, ich habe in den letzten Wochen öfter mich ausgelassen über diverse Pullback-Linien. Die eine kann man zum Beispiel hier anlegen, indem man hier oben eine Trendlinie auswählt über die Hochpunkte der letzten Monate. Man könnte die auch noch etwas anpassen, indem man jetzt diese ersten zwei Hochpunkte nimmt. Es spielt keine Rolle. Man sieht heute und auch gestern im späten Handel hat sich der DAX über diese Deckelungen erhoben und gerade heute auch ist er sehr dynamisch ausgebrochen. Und damit hat sich eigentlich mein Szenario, was ich doch präferiert hätte, dass wir nochmal einen Umweg machen, hier vielleicht hier runter, hat sich jetzt erstmal erledigt. Also man muss sich neu orientieren. Man hat jetzt ein neues Signal bekommen. Man sieht auch hier mit einer Horizontale kann man sich das sehr gut darstellen. Also man hat hier eine Doppelunterstützung, zweimal angetestet bei knapp 16,97 und hat jetzt hier mit dem Ausbruch und dem Pullback noch eine weitere horizontale Unterstützung im Bereich 17.050 knapp. Es gab also einen kleinen Pullback und den DAX hat das schon ausgereicht, um jetzt den neuen Impuls zu starten. Jetzt ist natürlich die Frage, wo könnten jetzt die nächsten Ziele liegen? Wir haben ja keine klassischen Widerstände mehr im DAX, sondern müssen uns irgendwie anders behelfen. Und da ist zum Beispiel recht beliebt die Fibonacci-Projektionsmethode. Was steckt dahinter? Das ist jetzt auch nicht high sophisticated, sondern man überlegt sich, okay, ich habe eine erste impulsive, also recht dynamische Aufwärtsstrecke, habe dann einen Bereich, eine Konsolidierungsphase und dann schließt sich ein weiterer Anstieg an. Man kann jetzt diese Länge dieser ersten Strecke beispielsweise abtragen an das Tief dieser Konsolidierung und sieht, dass wir jetzt heute im DAX ja schon auf dem Weg sind Richtung 17,5. Das Hoch habe ich jetzt hier bei 17,430 und bei knapp 17.500 Punkten das nächste Ziel liegen könnte, wenn man sagt, diese Strecke wiederholt sich nochmal. Also das wäre ein potenzielles Trading-Ziel. Das Interessante ist jetzt Folgendes, wenn ich hier in die kleineren Zeitebenen reingehe, also mal eine Ebene tiefer in den Stundenchart, dann sieht man hier ein ähnliches Muster. Also auch nochmal impulsiver Anstieg, dann diese Verschnaufpause und jetzt ein weiterer impulsiver Anstieg. Und wenn ich da ebenfalls eine Projektion anlege, dann sieht man, dass wir heute im Hoch, jetzt geht scheinbar der Rechner hier wieder in die Knie, mache ich hier mal kurz die Kamera aus, ich bin jetzt nicht so wichtig, dann sieht man hier, also man sieht es jetzt eigentlich schon ganz gut, es ist jetzt nicht haarscharf abgetragen, es hat sich ein bisschen jetzt aufgehängt, aber dass wir im Hoch, wenn man das jetzt noch sauberer ansetzt, ich versuche es jetzt mal nochmal, ja, es ist leider ein bisschen verzögert, dass wir im Hoch nahezu auch hier die 1:1 Projektion erreicht haben. Und das ist jetzt sowas, wo ich als Trader sagen würde, Intraday, okay, dann nehme ich mal was mit und da muss ich jetzt auch nicht, wenn wir hier oben auftitschen, unbedingt neue Positionen aufmachen. Wenn es aber jetzt Richtung Trading geht, dann könnte man sich Folgendes überlegen, das wäre jetzt die erste Idee oder mal das erste Beispiel. Wenn jetzt der DAX nochmal in Richtung dieser ja jetzt überschrittenen Pullback-Linie im Tageschart käme und auch in Richtung des letzten Tiefs, dann könnte man vielleicht mit einem Limit agieren. Und dieses Limit kann man ja hier oben über den Button auswählen und kann dann auch im Chart. No.
übernehme mal gerade kurz. Leider eine ziemliche Verzögerung drin bei den ganzen Abläufen, wie ihr schon merkt. Also hier, jetzt kann man sich das so hinziehen, wie man das braucht. Und wir würden jetzt sagen, okay, wenn der DAX bei knapp 17.280 Punkten wieder auftitscht, hier ist es auch nochmal angezeigt, dann könnten wir eine Position eröffnen. Wir haben hier schon einen Long ausgewählt. Wenn man jetzt Short gehen möchte, würde man hier draufklicken, einen Long. Und jetzt gibt es zwei Herangehensweisen, meiner Ansicht nach. Entweder man legt den Fokus auf den Hebel und sagt, ich möchte jetzt den DAX mit Hebel 10 zum Beispiel handeln. Dann würde man jetzt dieses Produkt auswählen. Oder man sagt, ein möglicher Stopp könnte sein unter diesem Verlaufstief bei 17.020, orientiert sich also am Knockout. Dann würde ich vielleicht eher dieses Produkt wählen bei 16.59 Knockout oder 17.000. Ich nehme jetzt mal das Beispiel des Hebels 10. Ja? Wir würden jetzt hier einfach mal den Hebel, der ist jetzt hier 10,4 auswählen. Dann sieht man hier schon der Stückpreis, wenn ich ein Stück ordern würde, wären es 1.658 Euro. Wir haben jetzt hier ein 100.000 Euro Depot. Also könnte man hier auch ein bisschen hochgehen und zum Beispiel drei Stücke ordern. Und dann ist hier der Depotwert, also das Volumen der Position wäre dann knapp 5.000 Euro. Dann noch auf Kaufen, kostenpflichtig, nochmal bestätigen und die Order wurde erteilt. Heißt also im Klartext, wenn der DAX jetzt hier reinkäme, dann könnten wir uns mit einer Long-Position, würde diese Long-Position ausgeführt werden und wir könnten spekulieren, dass der DAX zumindest wieder hier dieses Hoch erreicht, vielleicht sogar auch weitere Ziele. Was man hier noch eingezeichnet sieht, ist jetzt der K.O. des ausgewählten Produkts. Was man natürlich in einem weiteren Schritt jetzt machen kann, jetzt wäre ja de facto der Stopp unser K.O. Wir haben aber gesagt, unter 17.020 wäre eigentlich das Szenario schon hinfällig. Das heißt, ich kann jetzt hier noch, indem ich auf die Position klicke, sowohl einen schieb mal hier die Fibos. Achso, nee, die Position ist ja noch nicht ausgeführt. Mein Denkfehler, Entschuldigung. Aber man könnte, wenn sie dann ausgeführt ist, den Stopp natürlich anziehen an diese 17.020 und müsste nicht das volle Risiko gehen des K.O.s, sondern würde dann hier den Stopp nachziehen und hat dann ein schönes Trading-Setup. Natürlich vom Chance-Risiko-Verhältnis in dem Fall jetzt nicht herausragend, wenn der DAX neue Hochs macht. Man könnte natürlich auch den Stopp noch enger setzen, aber nur mal jetzt so als Beispiel, wie man vorgehen könnte. Ich würde jetzt auf jeden Fall in der aktuellen Situation nicht hinterher springen, long, sondern mir wirklich Rücklauflevels aussuchen und da wäre eben 17.280 in etwa ein erstes Rücklaufniveau. Ich kann vielleicht bei dem anderen Beispiel dann zeigen, wenn wir mal in Market reingehen, wie man so einen Stopp dann auch nachziehen kann. Damit gehen wir jetzt hier aus dem Chart mal raus und der zweite Chart wäre der Tech-Index, das ist natürlich heute in aller Munde mit Nvidia. Hier auch auf Maximieren, dann sehen wir es nochmal schöner. Hier sieht man jetzt eine andere Formation, also die sieht man sogar zweimal, wenn man so möchte. Der ein oder andere wird sich noch erinnern an diese zähe Phase im Sommer bis in den Herbst hinein, da haben ja einige auch schon die Jahresende abgeschrieben, dann kam dieser Ausbruch und indem man jetzt hier so einen Trendkanal konstruiert, das kann man auch als Flagge bezeichnen, hat man einen Orientierungspunkt mit dieser Abwärtstrendlinie. Wenn diese Flagge verlassen wird, liegt ein neues Kaufsignal vor und auch hier kann man beispielsweise mit Projektionen arbeiten, um Ziele zu bestimmen. Jetzt aktuell haben wir das Ganze in der Miniaturphase, wenn man so möchte, auch hier eine dreiteilige Konsolidierung. Hier war es dreiteilig zu Beginn, dann nochmal unterbrochen und nochmal dreiteilig. Also so eine Konsolidierung kann nochmal auch verschachtelt herkommen oder sich zeigen. Jetzt sind wir hier mit Upgap natürlich an diese Trendlinie wieder angestiegen. Hieße jetzt, wenn sich dieses Muster wiederholt und wir regelkonform meist immer so schön aus dieser Flagge zur Oberseite ausbrechen, dass ein Kaufsignal vorliegen würde. Auch hier wieder, wie könnte man Ziele bestimmen? Wenn ich jetzt nochmal die Projektionsmethode anwende, dann wäre beispielsweise hier der letzte markante Tiefpunkt. Ich könnte hier eine Strecke nehmen und dann auch hier das Ganze abtragen. Hieße dann natürlich neben dem Allzeithoch als Orientierungspunkt, wäre bei einer 1:1 Zielbestimmung die 18
2,58 jetzt hier als Ziel abbestimmbar. Und wenn ich jetzt sogar die letzte Teilstrecke hier nehme seit dem Jahrestief, dann komme ich ebenfalls auf mögliche FIBO-Ziele. Und was ich jetzt zeigen möchte, worauf man als Trader achten kann, ist, wenn sich mehrere FIBOs in einem Zielbereich schneiden, dann hat natürlich dieser Bereich eine höhere Aussagekraft. Und das wäre jetzt hier tatsächlich zwischen 18.250 und 18.260. Das ist zum einen diese kleine 1:1-Projektion und dann auch die größere 1:1-Projektion. Hier liegt allerdings bei der zweiten Projektion das 50er-Ziel, also die Hälfte dieser größeren Strecke wäre auch da dann als Ziel zu bestimmen. Und ja, insofern hätten wir für einen Ausbruchstrade ein tolles Ziel, was sich durch zwei Projektionen ableitet. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wie bei so vielen Werten heute, dass der Markt schon sehr weit gelaufen ist. Dennoch, wenn man, es muss ja nicht das Ende sein, ne, das ist ja jetzt, kann ja auch nur ein Zwischenziel sein. Wenn ich jetzt eine Market Order aufgeben möchte, kann ich das natürlich machen. Auch hier wieder die Herangehensweise. Ich habe jetzt hier ein Long ausgewählt, kann hier dann auswählen, entweder ich gehe hier auch wieder nach dem Hebel, zum Beispiel Hebel 10 oder ein kleinerer Hebel 5, oder ich orientiere mich an dem Verlaufstief 17.319. Da würde sich zum Beispiel dieses Derivat anbieten mit einem Knockout bei 17.297 oder mit etwas Puffer bei 17.249. Da hätte ich dann einen Hebel von 11,4 und 11,8. Ich würde jetzt einfach mal hier noch eine Order aufgeben und ja, nehme jetzt mal trotzdem das Produkt mit einem tieferen Knockout, damit wir den Stopp nochmal nachziehen können, damit ich das auch noch zeigen kann. Ich wähle das also aus. So, jetzt ist es drin. Mhm. Auch hier, da wäre jetzt das Volumen 1.700 Euro. Da könnte ich jetzt auch auf drei Stücke zum Beispiel gehen, kaufen. Kostenpflichtig und in dem Fall ist natürlich Market die Order direkt ausgeführt. Man sieht auch hier den K.O., der eingezeichnet ist. Und jetzt hoffe ich, dass es hier dann funktioniert, das, was ich eigentlich zeigen wollte, dass wir hier draufklicken können. Und hier seht ihr es schon, man hat hier Take Profit und Stop Loss. Das heißt, man kann jetzt schon von vornherein seinen Plan auch noch eingeben. Also zum Beispiel Stop Loss würde ich dann dieses Tief nehmen. Das kann man auch grafisch sich hier raussuchen. Auch hier senden. Zweimal bestätigen, dann ist der Stop-Loss nachgezogen und ich hätte jetzt als Ziel eben diesen 18.250er Bereich, glaube ich, hatte ich ja gesagt, als Zielbereich. Auch hier können wir entweder über diese Take-Profit-Geschichte gehen und es grafisch machen oder man gibt es hier ein und kann dann zugleich noch den Take-Profit absenden und somit ist eigentlich der Trade komplett platziert. Und ich muss mich jetzt theoretisch um nichts mehr kümmern. Ich kann natürlich sagen, ich nehme hier vielleicht auch nur den Teil mit und gebe das nur für einen Teil meiner Position ein, diesen Take Profit. Aber das Ganze ist jetzt so eigentlich scharf geschaltet und ja, den Rest entscheidet dann sozusagen der Markt. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für den dritten Wert, aber ich glaube, die Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Von daher würde ich fast sagen, belassen wir es bei den zwei Basiswerten. Und wenn noch Fragen sein können, ist da wären dann natürlich gerne. Ja, vielen Dank erstmal, Bastian. Genau, war super, super spannend. Ich habe auch gerade gesehen im Chat, die fanden das auch alle mega, wie du das auch erklärt hast und gezeigt hast. Vielleicht kann Markus das auch nochmal kurz in seinem, wenn man jetzt nicht aus dem Chart heraus agiert, sondern zum Beispiel aus der Watchlist oder so, wie das funktioniert, damit man einfach nochmal sieht, wie die Funktionalität ist. Genau, und wo landet dann die Position, die ich gerade aufgemacht habe. Ne? Also ihr seht jetzt hier schon das Order-Ticket, das wir vorhin schon mal aufgerufen haben. Wir haben einen Hebel ausgewählt und ihr seht hier unten indikative Stückpreise und Finanzierungswert und so weiter. Und bevor ich jetzt den Trade abschicke, Stefano, vielleicht magst du noch mal kurz was dazu erzählen. Was bedeutet denn indikativer Stückpreis, Finanzierungsanteil und was wir hier noch für Informationen haben? Ich kann die ja schon mal aufklappen etwas weiter unten, damit ihr das schon mal sehen könnt. Markus, sehr wichtige Fragen hier, die von dir kommen, aber die wir hier auch im Chat sehen, die natürlich da schon viele Fragen haben in puncto, wie gestalten sich diese Finanzierungskosten, beziehungsweise wie gestaltet sich diese Position, diese gehebelte Position, was steckt dahinter, was ist auch die Logik dahinter. Ne? Und ich glaube, dieses Order-Ticket, welches du hier zeigst, jetzt gerade, schaue ich mal auf Adidas, da steckt die
KI drinnen, dieser gesamten Plattform, wenn ich es so sagen darf. Hier ist das im Grunde das Herzstück die Nachvollziehbarkeit und Einfachheit von Hebel Select Trading zeigen soll. Ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, bevor wir hier in diese Finanzierungsthematik reingehen, erstmal alle Positionen, die hier gehandelt werden können. Das sieht man, wenn du den Bereich des Produktes aufklappst. Ne? Neben jedem K.O.-Level gibt es einen dazugehörigen Hebel, das haben wir verstanden, aber auch einen dazugehörigen garantierten Stop. Und dort siehst du dann auch, dass es eine Positionslaufzeit gibt für die Adidas, wie für die meisten anderen, Anführungsstrichen, Kassaprodukte, also keine Future-Kontrakte, sondern für die Kassaprodukte wie Aktien, wie Precious Metals, also Gold, Silber, Währungsprodukte, Indizes, haben wir eine Restlaufzeit von 120 Tagen. Das bedeutet also, jede Position kann maximal 120 Tage in diesem Fall heute, ab heute gehalten werden. Das heißt, für Investoren, für mittelfristig Ausgerichtete, die vielleicht hier auch durchaus diese Plattform nutzen können, dann natürlich mit einem sehr kleinen Hebel, müssen, wenn die Position länger gehalten werden soll, entweder long oder aus Absicherungsgründen oder aus Markterwartungsgründen short zu sehen, müssen dann die Position erneuern vor dem Laufzeitende. Ganz wichtig hier zu berücksichtigen. Deswegen alle Limite, alle Stop-Order können auch nur mit einer maximalen Laufzeit dann von der Restlaufzeit, in dem Fall von 120 Tagen, eingegangen werden. So, und das erklärt jetzt auch etwas besser, dass die Thematik der Finanzierungsanteile oder Finanzierungskosten. Und dann ist es, glaube ich, ganz geeigneter Punkt, jetzt mal darauf einzugehen, woher denn diese hohen Werte kommen oder wie in diesem Fall bei der Adidas, die du jetzt hoffentlich zeigst, wie gesagt, ich habe ein paar Sekunden verzögert, beim indikativen Stückpreis, den du erwähnt hast. Der indikative Stückpreis ist der Wert der Position, den ich dabei bin, einzugehen, je Einheit des Basiswertes, in dem Fall die Adidas-Aktie in dem Fall. Wenn ich diesen Wert verzehnfache, also einen Wert von 10 eingebe, sehe ich im unteren Bereich des Order-Tickets entsprechend den ausmachenden Depotwert. Der ist nichts anderes als Stückpreis, also Wert je Adidas-Aktie, multipliziert mit 10. Dadurch komme ich auf diesen ausmachenden Depotwert. Kommen wir zurück zum Stückpreis, also die Erklärung. Woher kommt denn dieser Wert meiner Position in einer Adidas Long Hebel Select Position? Darüber, um das zu verstehen und hier eine Transparenz zu ermöglichen, haben wir ein Berechnungsfenster kreiert, welches du gerade mal aufmachen könntest. Und dort wird erklärt, woher diese Berechnung dieser Position, dieser Positionswerte kommt, die ich allokieren muss, wenn ich eine Adidas gehebelt Long investieren möchte. Der Wert gestaltet sich aus dem Abstand und Finanzierungswert. So haben wir das hier erwähnt. Was ist der Abstand? Der Abstand ist nichts anderes als dem aktuellen Kurs des Basiswertes, also der aktuellen Kurs der Adidas, abzüglich dem garantierten Stop. Dann kommen wir auf einen Abstand, ich sehe es hier in meinem Schirm, von 16,80 Euro bei einem Knockout-Level von 178 und einem garantierten Stop von 171. Also einem Abstand von 16,80 Euro. Was ist der Abstand? Der Abstand ist das Eigenkapital, welches der Retail-Investor mitnehmen muss, um einen gehebelten Long-Position in die Adidas zu investieren. Daher kommt auch der Hebel, Andreas, du hattest eingangs die Frage gestellt, woher kommt der Hebel? Die Alternative ist, dass ich eine Adidas Long gehe, bei 187 und 187 Euro investiere. Wenn die Adidas um 1 Euro steigt, habe ich eine Performance von 1 Euro. Als Alternative gibt es eben diese gehebelten Finanzprodukte, die es ermöglichen, mit einem deutlich geringeren Eigenkapitalinvestment Adidas Long zu gehen, aber auch eben mit der gleichen absoluten Performance diese zu erzielen. Also wenn die Adidas-Aktie um 1 Euro steigt, dann ist das Ziel, dass eben über diese gehebelten Produkte eben auch ein absolut gesehen 1 Euro erreicht wird, als Performance erreicht wird, prozentual gesehen gegenüber dem Investment natürlich ein deutlich höherer
Wert, eine deutlich höhere Rendite, und das wird definiert mathematisch über den Hebel. Ja, und neben dem Abstand, wir sehen es hier, haben wir noch einen Finanzierungswert, und beide Bestandteile ergeben die Summe des indikativen Stückpreises, so wie wir es hier nennen, also nicht anderes als den Wert einer gehebelten Position, den ich aufbringen muss, um hier mit einem Stück long die Adidas zu gehen. Ja, und der Finanzierungswert, der berechnet sich für die komplette Laufzeit von 120 Tagen. Der muss upfront, wie man so schön sagt, also im Vorhinein bezahlt werden, diese 4,73 Euro bei diesem Produkt, was ich jetzt hier gerade ausgewählt habe, in meinem Schirm. Und das ist der Finanzierungswert für die komplette Laufzeit von 120 Tagen der Position, den ich zahlen müsste, wenn ich 120 Tage long, ein Stück long in der Adidas aktiv bin, bis zum Laufzeitende. Jetzt ist ein theoretischer Fall, das wird für die wenigsten der Fall sein, weil die meisten natürlich deutlich früher schon aus der Position aussteigen. Und dann ist natürlich die Frage, welche Ober- oder welche Finanzierungskosten habe ich dann für einen deutlich geringeren Zeitrahmen, wenn ich beispielsweise nur einen Tag investiert sein will in so einer gehebelten Position. Und diese Information findet sich dann unten wieder im Bereich Basis- und Kosteninformation. Da haben wir zusammengefasst die einzelnen Kostenbestandteile. Das ist zum einen die Provision, also 1,90 Euro für jede Transaktion, die entrichtet werden muss, um die Wertpapier-Settlement-Kosten zu tragen zu können. Der Spread, den wir hier überall haben, und da zeigen wir schon hier einen Spread von 63 Cent oder 0,63 Euro in der Adidas. Warum so hoch? Weil wir eben außerbörslich sind. Mhm. Also die Xetra schließt um 17.30 Uhr, jetzt haben wir nach 18 Uhr. Und dadurch ist das Brett in der Adidas-Aktie deutlich höher. Deswegen muss man immer einschätzen, möchte ich nach Xetra-Schluss, die Plattform gibt mir hier die Möglichkeit, von 2 Uhr morgens bis um 22 Uhr abends handeln zu können. Ich muss aber wissen, bei Aktien bieten wir einen Handel 8 bis 22 Uhr. Ich muss aber wissen, wenn ich außerhalb der Xetra-Zeiten handle, ist die Liquidität deutlich geringer, dadurch das Brett deutlich höher. Das muss ich einfach berücksichtigen, dabei, wenn ich um diese Uhrzeit noch eine Adidas Long oder Short gehen will. Ja, und dann habe ich die Overnight-Kosten hier abgetragen bei mir von 4 Cent bei dem 178er Knockout-Schwelle. Woher kommen diese 4 Cent? Das ist genau die 4,73 Euro aufgeteilt auf 120 Tage. Das heißt, wenn ich die Position einen Tag halte, hat die Position Finanzierungskosten über Nacht von 4 Cent. Das bedeutet, ein Investor, der heute diese gehebelte Position long geht und 4,73 Euro im Vorhinein aufbringen muss, nur für den Finanzierungsanteil, erhält diesen Finanzierungsanteil am nächsten Tag natürlich wieder zurück in seinen Verkaufserlös um die 4 Cent reduziert, um die Overnight-Kosten und die Spread-Kosten natürlich reduziert. Das sind die Finanzierungskosten overnight. Mhm. Okay, alles im Order-Ticket enthalten, ne? Sehr transparent gelöst. Wenn man es dann sehen möchte, ne? Ganz wichtig, auch hier gilt wieder, ihr könnt nichts kaputt machen, diese kleinen Pfeilchen anklicken und dann öffnen sich noch weitere Details, die auch alles erklären, was ihr zum Beispiel im indikativen Stückpreis und Finanzierungskosten und so weiter, was ihr da oben seht. Na, das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, klickt da gerne mal rauf dann vielleicht werdet, noch zur Erklärung des Knockouts, weil die Frage jetzt oft kam, und was passiert mit dieser, also was ist die Knockout-Schwelle, was bedeutet sie und was passiert in einem Was hat das für eine Auswirkung, diese Knockout-Schwelle? Ich habe da schon mal einen Chart vorbereitet. Entschuldigung, Stefano. Ja. Hier mit einem anderen Schein, den zeige ich euch jetzt mal. Du kannst das ja mal ganz kurz erklären. Also ich habe es jetzt hier visuell mal dargestellt mit Linien quasi. Mhm. Ja. Du bist jetzt bei welchem Knockout-Level? 178 in Adidas oder 172? Ich bin jetzt auf den 172er gegangen. Okay. Und garantiert das Stop liegt bei 165. Letztendlich, genau, sehr wichtig hier zu erwähnen, dass es wirkt natürlich sehr, sehr attraktiv, hohe Hebel zu handeln, weil durch den hohen Hebel der Eigenkapitalanteil, den ein Retail-Investor einbringen muss, sehr gering ist. Dadurch ist
ist der Aufwand, der Kaufpreis gering. Man muss aber dazu mal wissen, dass mit einem erhöhten Hebel, geringer Eigenkapitalanteil, der aufgebracht werden muss, das Risiko natürlich steigt, dass der Knockout-Level erreicht wird. Also wenn ich jetzt hier ein Knockout-Level oder einen Hebel auswähle von 8 bis 9 mit einem Knockout-Level von 178, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass natürlich diese Position vorzeitig fällig gestellt wird gegenüber dem Produkt, welches du angezeigt hast, mit dem Hebel von 6,8 in dem Fall, mit dem Knockout-Level von 172, dann hat die Position mehr Luft zu atmen, bedeutet aber auch, dass der Eigenkapitalanteil höher wird. Und diese Knockout-Schwelle wirkt jetzt erstmal schädlich, wenn man weiß, okay, ich habe hier, wenn die Schwelle erreicht wird von dem Adidas-Kurs, wird wohl zwangsläufig ein Verlust realisiert. Auf der anderen Seite, und das ist eine sehr, sehr wichtige, wenn man es Feature oder Bestandteil dieser Produktwelt, dieser Plattform, der Verlust pro Position ist begrenzt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied gegenüber denjenigen, die im Bereich der CFD-Welt unterwegs sind. Da ist man, wenn man es so salopp formulieren darf, mit dem gesamten Konto, mit dem gesamten Kontostand des CFD-Kontos im Feuer. Das ist für viele durchaus auch ein Vorteil, wenn sie sagen, ich will, dass die Position einfach über eine längere Laufzeit einfach atmen kann und ich bin bereit, mit meinem kompletten Kontostand dieses abzusichern. Aber für viele ist es doch ratsam, hier einfach auch mit dem Knockout zu arbeiten, mit dem Stop-Loss letztendlich, Knockout gleich Stop-Loss zu arbeiten, um die Position in der Adidas, in dem Fall Long, für einen gewissermaßen abzusichern und eben nur mit einem kleinen Betrag meines Depots, meines Kontobestandes aktiv zu sein. Wichtig hier ist hier zu erwähnen, weil wir die Frage auch gesehen haben, der Knockout ist quasi ein Stop-Loss, aber ich kann natürlich auch zusätzlich einen Stop-Loss in der Plattform einstellen. Das zeigst du uns vielleicht gleich auch nochmal, ja. Markus. Wichtig ist einfach auch zur Erklärung, was in einem Knockout passiert, also wenn ein Knockout-Ereignis, so nennen wir das, erreicht wird, was passiert danach? Also wenn die Adidas-Aktien während der Knockout-Zeiten, die eben nicht 8 bis 22 Uhr sind, sondern 9 bis 17.30 Uhr. Entschuldigung, dass ich nochmal einhake, die ihr jederzeit in den Produktinformationen nochmal finden könnt, ne? Ja. Relativ weit unten. Ganz wichtig, da findet ihr alles. Mhm. Wenn während dieser Zeiten die Adidas-Aktie die Knockout-Schwelle berührt, dann wird diese Position vom System vorzeitig fällig gestellt und es wird ein Rückzahlungsbetrag ermittelt. Und der Rückzahlungsbetrag wird dahingehend ermittelt, so wie wir es im Berechnungsfenster des Stückpreises erklärt haben, mit dem Kurs des Basiswertes zu dem Zeitpunkt, wo das Knockout-Ereignis erreicht wird, also für gewöhnlich dann beim Knockout-Level von 172, abzüglich des garantierten Stops, das erklärt den Abstand, zuzüglich der dann vorherrschenden Finanzierungswertes. Also wenn heute es ein Knockout-Ereignis gibt, dann wird der komplette Finanzierungswert dann natürlich auch zurückerstattet in Form eines erhöhten Rückzahlungswertes. Das Schöne ist in dieser Hebel-Select-Welt dahingehend, dass dieser Rückzahlungsbetrag sofort gleichtags im Kontostand des Hebel-Select-Kontos zurückgezahlt wird oder eingebucht wird. Also der Kunde muss gar nichts, der Kunde muss nichts machen, ihr macht es vollautomatisch. Exakt, vollautomatisch, es muss keiner etwas tun, dass die Plattform handelt das für einen selbst. Der Rückzahlungsbetrag wird sofort gutgeschrieben. Man muss nicht wie in der klassischen Zertifikate- und Optionsscheinwelt mehrere Tage warten, bis dann irgendwann mal über den Emittenten und Clearstream über diese Abwicklungsstrecken dieser Rückzahlungsbetrag dann angewiesen wird. In dieser Plattform wird der Betrag bei Knockout und bei Fälligkeit sofort vollautomatisch gut geschrieben. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Feature, welches wir hier zusammen eingebaut haben. Ja, ganz spannend. Ich würde gerne nochmal zwei eher technokratische Fragen nochmal an Markus stellen und
Bevor wir nämlich dann vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir garantiert, glaube ich, einen zweiten Experten-Talk nochmal machen. Wir sind wirklich ganz, ganz viele auch interessante Fragen drin, die wirklich jetzt den Rahmen sprengen würden. Da kann man nochmal eine Stunde drüber reden. Stefan hat es ja gerade auch gesagt, es kommen immer wieder Fragen rein, die er auch glücklicher und netterweise gleich mit bearbeitet hat. Aber für mich auch nochmal wichtig, was für Voraussetzungen, Markus, muss dein Kunde mitbringen, um Hebel Select handeln zu können? Also für die Freischaltung, wie vorhin schon erwähnt, brauchen wir eine Kontoverbindung bei uns mit Depot und ganz, ganz wichtig, eine bestimmte Produktklasse, die an diesem Produkt dranhängt. Das Produkt ist, wie Stefano auch schon beschrieben hat und wie ihr wahrscheinlich auch alle wisst, die sich mit Optionsscheinzertifikaten schon häufig auseinandergesetzt haben, ist es halt sehr, sehr risikobehaftet, ne? Totalverlust brauche ich euch nicht zu erzählen. Und alles, was damit zusammenhängt. Und früher hieß das FTG, Finanztermingeschäftsfähigkeit, das wurde jetzt umgeändert. Das ist eine bestimmte Produktklasse, die ihr aber automatisch entweder bei diesem Eröffnungsprozess, da werdet ihr darauf hingewiesen, wenn ihr diese Produktklasse habt, geht das ohne Probleme durch. Wenn ihr diese Produktklasse bei uns noch nicht habt, dann werdet ihr nochmal darauf hingewiesen und habt dann die Möglichkeit, im Eröffnungsprozess nochmal diverse Fragen zu beantworten, euch damit vertraut zu machen und so weiter, ne? Also genau, ganz wichtig nochmal, dass natürlich der Handel generell mit Derivaten durch die Hebelwirkung immer auch mit Risiken verbunden ist. Generell ja, jede Aktion an den Finanzmärkten hat immer Risiken. Klar. Mal sind sie offensichtlich, mal groß, mal klein, je nachdem, wie man sich da halt agiert und wie man natürlich auch entsprechend sich mit den Produkten auskennt, ist ganz wichtig. Eine andere Frage nochmal, brauche ich ein extra Konto? Oder nehmen wir mal an, ich bin jetzt bei der Comdirect Kunde, möchte halt Hebel Select entsprechend auch nutzen. Muss ich da ein extra Konto eröffnen oder kann das von der bestehenden Kontoverbindung aus passieren? Das passiert aus einer bestehenden Kontoverbindung heraus. Im besten Fall habt ihr schon ein Depot bei uns, ne? Und geht dann halt innerhalb der Kontoverbindung, wenn ihr euch eingeloggt habt, oben auf diesen unterpersönlichen Bereich, auf den Schriftzug Depot, klickt auf Hebel Select und sagt Konto eröffnen. Und dann ist das innerhalb, also gut, wenn man das durchgeklickt hat, innerhalb von Sekunden ist dann das Konto angelegt. Ne, wichtig ist, dass ein Depot vorhanden ist. Wenn ihr kein Depot vorhanden, wenn kein Depot vorhanden ist, dann müsste das Depot halt auch nochmal mit eröffnet werden. Andreas, wir haben noch zwei interessante Fragen. Ja. Die wir vielleicht mit reinnehmen müssten. Zum einen, die Finanzierungskosten erscheinen doch hoch. Ja, die Finanzierungskosten sind nicht höher als bei allen anderen gehebelten Finanzinstrumenten bei Hebel Select. Das Schöne ist hier bei Hebel Select in der Plattform, wir zeigen sie nur sehr transparent. Und das ist unseres Erachtens ein riesengroßer Vorteil, weil es doch das Wissen bei jeder gehebelten Transaktion schärft, bevor ich gehebelt in einen Finanzmarkt agiere oder eingehe, eine gehebelte Position eingehe, muss ich schon im Vorhinein wissen, welche Kosten können auf mich warten. Und deswegen war es uns sehr, sehr wichtig, dass wir hier wirklich Entwicklungsarbeit auch reinstecken, um die Kosten anzuzeigen, aber auch sehr transparent sein, linear anzeigen, dass ich als Endkunde immer die volle Transparenz darüber habe, welche Kosten gegenüber welchem Renditepotenzial, welches ich habe, welches ich mir selbst ermittelt habe, gegenüberstelle mit den potenziellen Kosten. Das ist immer das Problem. Da bleibt immer häufig ein Unwissen da. Das versuchen wir jetzt zu beenden und hier wirklich eine Kenntnis reinzuholen. Auf der anderen Seite gab es auch viele Fragen in Richtung: Warum muss ich so viel investieren für einen DAX Long oder Short? Wir haben es eben gesehen bei Bastian, der gerade einen DAX Long gehen wollte. Da muss man schon über 1.000 € investieren für eine einzige Position. Ja, ist richtig. Alle Positionen auf dieser Plattform haben ein Bezugsverhältnis von 1 zu 1. Jede Position bezieht sich auf eine Einheit des Basiswertes, so auch bei den Währungen beispielsweise. Wir haben das mitgenommen. Wir haben diese Kritik schon in der Vergangenheit gehört. Weswegen wir jetzt in Kürze, und das schon mal einen Ausblick zu geben, im Laufe des März, wahrscheinlich Mitte März, einen sogenannten Mini-DAX anbieten werden, also einen DAX dividiert durch 10. Da haben wir die Erfahrungsschatz und Idee aus der CFD-Welt mit reingebracht. Also wir werden im Laufe des Märzes einen Mini-DAX anbieten, der die Möglichkeit gibt, bereits mit dem Zehntel des normalen DAXes hier investiert zu sein, um einfach auch schon mal einen Ausblick zu geben. Ja, vielen Dank, genau. Akku ist auch wieder aufgeladen, auch von uns beiden hier. Nein, Sachen gibt's, die gibt es manchmal gar nicht tatsächlich. Vielen Dank nochmal
für entsprechend natürlich die Ausführung gerade und für die Überbrückung, dass hier der Akku wieder entsprechend neu reingelegt werden konnte. Ja, wir bieten hier sozusagen alles. Vielen Dank erstmal genau an Markus, an Stefano und an Bastian, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier uns entsprechende Plattformen vorzustellen und natürlich auch eure Expertise zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, ich habe schon den Vorausguck gemacht und denke, wir werden nochmal eine Fortsetzung machen zu diesem ganzen Thema. Es ist ja doch sehr, sehr spannend. Viele Fragen sind, wie gesagt, auch noch nicht so richtig beantwortet worden. Da werden wir nochmal dezidierter darauf reingehen. Der erste Einblick ist auf jeden Fall da. Ich finde den ganz spannend. Bedanke mich, wie gesagt, nochmal. Wünsche allen Zuschauern, Zuschauerinnen einen wunderschönen Abend noch. Weiterhin viel Erfolg an den Börsen. Und ja, schaut nächstes Mal wieder bei dem Experten-Talk rein, wenn es dann hier wieder um zum Beispiel Hebel Select geht und natürlich auch wieder viele Experten mit dabei sind, die einfach dahingehend wirklich tiefgründige Erklärungen geben können. Und ansonsten, wenn euch das Format gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn nicht einen Daumen runter. Schreibt uns gerne Kritikpunkte, Anregungen, Gedanken in die Kommentarzeile rein. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, schreibt auch eure Fragen nochmal rein, die vielleicht nicht gestellt werden konnten oder nicht beantwortet wurden. Auch in die Kommentarzeile rein. Wir nehmen die garantiert mit auf. Werden nächstes Mal sehen, dass wir dahin gehen, wenn vielleicht sogar auch Themencluster da sind, tiefer gehen, da mal auf Themen eingehen können. Und würde mich auch sehr freuen. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Alles Gute und bis demnächst wieder auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Bis dann, macht's gut. Ciao.